Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Das erste, was wir jetzt erstmal machen werden, ist den schönen roten Fisch einmal hier aufs Dings zu hauen. Ah, wir haben... brauchen Holz, wa? Verdammt. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Also natürlich gebratener Fisch. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass neue Rezepte dadurch entstehen. Wäre natürlich mega cool. So, wir nehmen gleich mal die neuen Holz und verteilen die hier komplett. Wird langsam wieder dunkel. Wir legen uns dann gleich nochmal aufs Öhrchen. Dann machen wir erstmal hier. Zack, zack. Dann machen wir den Rest auch gleich mal an. Dann sind wir das Feuer los. Mal gucken, ob neue Rezepte entstehen. Ich bin wirklich gespannt, ob da was rauskommt. Komm schon. Ja, dann legen wir uns gleich nochmal aufs Ohr und dann geht's definitiv ins Gebirge. Der Met müsste dann auch fertig sein. So, zack und zack. Zweimal gekochter Fisch. Okay, nichts weiteres passiert. 45 Gesundheit, 25 Ausdauer. Ist eigentlich relativ geil. Jedenfalls besser als alle Bärchen und generell auch Fleisch, also das normale. Aber hier ist jetzt nicht zufällig irgendwas dazugekommen. Leider nein. Kessel ist auch noch Stufe 1, aber wir haben auch nichts, um den irgendwie zu verbessern. Zumindest wüsste ich von nichts. Nö. Na gut, wir haben erstmal gebratenen Fisch. Können wir ja mal schauen, dass wir den später mal benutzen. Hätten wir definitiv ein bisschen eher brauchen können. Wie gesagt, das normale Fleisch hat ja, glaube ich, 20, 30 oder 15, 30, irgendwie sowas. Aber mit 45 Gesundheit... wäre schon gar nicht so verkehrt gewesen für die eine oder andere Situation. Überlegt, dass die gerade mal 60 machen. Und wir direkt am Meer sind. Also wir hätten wahrscheinlich unendlich viele Fische sammeln können. Wenn wir uns hätten einen Speer oder was auch immer gebaut. Naja. Jetzt haben wir wieder keine Truhe mehr dafür. Wir packen es jetzt einfach mal mit bei Fleisch rein. Vielleicht hier in die Mitte. Und das kommt wieder oben hin. Können wir auch irgendwann mal wieder verbrutzeln. So, lasst uns unbedingt den Met jetzt holen. Wehe, der ist nicht fertig. Doch, er ist fertig. Ich wollte schon sagen, langsam aber sicher müsste es doch mal. Dann packen wir hier drei Stück erstmal wieder weg. Wird hier mal noch zwei mitnehmen. Und auf geht's in den Kampf, würde ich sagen. So, Frostwiderstand ist am Start. Tränke haben wir auch. Ziel ist jetzt auf jeden Fall eine Wolfstrophäe. Wir haben definitiv ein geileres Schild, mit dem wir hoffentlich etwas entspannter durch die Kämpfe kommen. Was ist es da unten? Ich weiß es nicht. Heben wir später auf. Wir hauen uns gleich nochmal eine komplett neue Ladung rein. Dann kommen wir damit die Folge auch durch. Bloß noch von allem eins, aber wir haben ja zwischendurch auch ein paar Pilze und Himbeeren gefunden. Ich denke, wenn wir einfach ab und zu mal ein bisschen die Augen offen halten, sollte sich das einigermaßen einpendeln mit dem Verbrauch und dem, was wieder neu gesammelt wird. Wir können mal schauen, ob wir auch von hier irgendwo hochkommen. Bisher sind wir ja meistens da hinten lang gelaufen. Prinzipiell hätte ich auch nichts dagegen, das mal von hier weiter vorn zu versuchen. Wachsen hier denn eigentlich andere Bäume? Wäre auch mal noch interessant zu wissen. Steht hier was? Das ist eine normale Buche. Das wird auch eine normale Tanne sein, ne? Okay. Also sieht erstmal nicht danach aus. Bin mal gespannt, was wir im Sumpf und so weiter für Bodenschätze noch finden können. Ob dann einfach auch da Kupfer oder... irgendwas vergraben ist oder ob wir vielleicht... Da ist der erste Drache schon wieder. Den getroffen? Nee, ne? Ich treffe den nicht, aber er hat uns auch noch nicht gesehen. Ah, ich schieße immer zu hoch. Jetzt haben wir ihn. Da kommt ein Wolf, aber leider wieder Stufe 1. Perfekt blocken. Jawohl. Ach, shit. Aber schaut mal, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Brauchen eine Trophäe. Ganz dringend. Komme ich denn jetzt da runter, das Zeug holen?
Nicht wundern, wenn ich hier manchmal etwas langsamer unterwegs bin. Ich werde es wirklich versuchen, in Zukunft ein bisschen langsamer rumzulaufen, aus dem einfachen Grund, dass wir halt doch schnell mal von Wölfen überrascht werden. Und es dann mega, mega doof ist, wenn wir keine Ausdauer haben. Genau wie der Moment jetzt gerade. Ja, deswegen, ich renne und springe hier nicht mehr ganz so viel rum. Ich versuche immer einigermaßen zumindest so mit halber dreiviertelster Ausdauerleiste unterwegs zu sein. Dass wir halt wirklich im Notfall genügend haben. Dieser Schatten da hinten hat mich gerade so erschreckt. Seht ihr den? Da hinten. Wir hatten ja vorletzte Folge auch wieder so ein komisches Vieh. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Dieses schwarzgefiederte. Ich dachte gerade, das ist wieder sowas. Also, Mission. Silber finden. Wolfstrophäe holen. Können wir nicht so einem normalen Wolf einfach den Kopf abschneiden? Ich weiß, ist ein bisschen brutal, aber ich möchte halt gerne den Umhang haben. Ah, nicht runterfallen. Und wieder ein bisschen Ausdauer holen. Weiß halt nicht, ob irgendwie ganz oben auf der Spitze dann so ein Drachennest ist. Könnte natürlich durchaus passieren. Bisher sieht es erstmal relativ ruhig aus. Irgendwas habe ich gehört. Könnte aber auch... Da unten ist was. Achso, wir hatten doch auch letzte Mal was Leuchtendes gesehen. Da wollten wir doch auch noch hin. Ist das so ein Drachenei da hinten oder ist das nur... Könnte so ein Ei sein. Da oben ist ein Drache. Was treffe ich den von hier? Das war knapp, glaube ich. Wäre cool, wenn wir jetzt schon das erste gefunden haben, weil ich habe gelesen, dass man teilweise auch extrem viel Pech haben kann. Und da Ewigkeiten auf der Suche ist. Bam. Sieht stark danach aus. Ich glaube, wir haben das erste. Aber mit 200 Kilo oder wie viel wiegt's? Ja, genau 200 Kilo. Geil, wir haben das erste Drachenei. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Ist das da unten ein Wolf? Das ist ein Wolf. Das freut mich sehr, da haben wir das erste. Oh no, das war schlecht. Kommt der jetzt? Ja, kommt. Darf er ruhig. Man muss halt nur gucken, dass man die gut blockt. Alles andere ist eigentlich easy. Die halten nicht viel aus, die machen nur Schaden ohne Ende. Ja, jetzt ist die Sache, wir müssten eigentlich schon wieder zurück. Drachenei kann man auch nicht teleportieren. Ja, wir können das. Stimmt, so können wir es uns eigentlich einfacher machen. Und auch ohne den Gürtel. Ohne den Gürtel da soweit gut vorankommen. Auch wenn es so viel wiegt. Ja, wir laufen jetzt mal noch ein kleines bisschen hier oben rum, weil ich fände es schade. Ach, wir hätten auch mal das Zeug für ein Portal mitnehmen können. Ja, ich fände es einfach schade, jetzt direkt wieder zurückzurennen. Beim nächsten Mal nehmen wir uns auf jeden Fall ein Portal mit, beziehungsweise die Zutaten für ein Portal. Hier war... Genau, hier war das Zeug, was wir schon... Also das Silber, was wir schon gefunden haben. Hier war ja auch der Tipp, schön weit ausbuddeln. Dass das halt so sternförmig oder so ist. Wir können ja schon mal buddeln. Echt immer Angst, dass auf einmal so ein Wolf von hinten mir ins Bein beißt. Und dann können wir... Oh, wir haben uns das gar nicht markiert hier. Das war auch doof. Das war eigentlich richtig doof. Hier kommt noch mehr. Genau. Perfekt. Dann buddeln wir das jetzt mal noch aus. Markieren uns das gleich auf der Karte. Schnarchen hier noch ein bisschen rum. Wir irgendwas Schönes finden. Machen uns dann langsam wieder zurück. Ich habe mal geguckt, ich brauchte auch gar nicht googeln, war wieder doof von mir letzte Folge, was der Torger Reißzahn kostet, weil wir das Rezept ja schon freigeschalten haben. Wir brauchen tatsächlich nur 10 Glibber,
Das heißt, wir haben ausreichend davon gesammelt. Und es braucht aber, ich glaube, 20 Silber. Das heißt, das müssen wir hier noch abbauen. Keine Ahnung, ob das 20 werden, aber rein theoretisch müsste ja jetzt hier in die Richtung auch noch was kommen. Ja, sieht gut aus. Ich will nur aufpassen, dass ich hier noch nicht so wirklich auf Silber draufhaue. Ich habe halt immer Angst, wenn das dann schon abgebaut ist und so rumliegt, dass das irgendwann verschwindet. Ist zwar, glaube ich, noch nie passiert, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, aber... Das ist einfach so ein bisschen die allgemeine Bug-Paranoia, die man als Gamer manchmal so mit sich trägt. Okay, ja, sie sind dann immer so aufgebaut. Kommt jetzt hier in die Richtung noch was? Nee, ne? Ich glaube, das ist nur so sternmäßig. Also drei Seiten. Ich weiß gar nicht, wie du das beschrieben hattest. Netter Kommentarschreiber. Seesternförmig? Weiß es gar nicht mehr. Irgendwie hast du es beschrieben. Mir fällt es nicht mehr ein. Aber das scheinen wirklich nur die drei hier zu sein. Okay, schaut mal, da haben wir eigentlich relativ wenig bisher rausgeholt. Wir hatten ja auf jeden Fall schon um die 12 oder sowas zusammen, ne? Heißt, wenn es gut läuft, sind das die restlichen 20. Dann könnten wir uns schon direkt den Torga Reißzahn bauen. Und dann beim nächsten Mal holen wir uns das restliche Silber und hoffentlich auch noch eine Wolfstrophäe. So, ich würde sagen... Achso, nee, doch, ich habe mir das doch markiert. Den kleinen Punkt nicht gesehen, weil ich genau drüber stand. Ich weiß nicht, der Tod ist, glaube ich, langsam ein bisschen unnütz. Das müssten wir schon längst wiedergeholt haben. Lasst uns noch mal vorbeigucken, dass wir das dann mal löschen. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, für die nächsten Folgen mal wieder ein bisschen mehr Karte aufzuräumen und auch Sachen mal wieder zu löschen, die wir nicht mehr brauchen. Was wir auch machen können, da ich es gerade gesehen habe, hier drüben Troll-Dungeon. Schaffen wir ja mittlerweile. Ich bin halt echt mal gespannt, ob da in der Höhle dann noch eine Truhe ist oder sowas, weil ich denke mal, irgend so ein kleines, also ein kleines Geschenk, sage ich mal, eine kleine Belohnung müsste es ja dafür geben, wenn man sich in den Nahkampf mit einem Troll traut. Und vielleicht ist da ja jedes Mal irgendwie eine Kiste mit einer Menge Bernstein oder Münzen, irgendwas, was uns mal was bringen könnte, wenn wir den Händler gefunden haben. Wäre natürlich cool. So, ach so, jetzt bin ich dran vorbeigerannt, aber hier war auf jeden Fall nichts mehr. Das hätte ich gesehen. Das kann weg. Ich hätte ganz gern noch so einen Wolf gesehen. Auch die Frage des Gebirges. Na gut, das geht hier hinten noch. Wir müssen wahrscheinlich da mal etwas weiter raus. Wenn wir was finden wollen. Ich möchte eigentlich noch nicht runter. Weil ich so gern die Wolfstrophäe noch gehabt hätte. Ich glaube, hier kommt nicht mehr viel. Hier waren wir vorhin, oder? War das hier mit dem Drachen? Wo wir hier rüber gesprungen sind? Glaube fast ja. Ja gut, lasst uns nach Hause machen. Dafür haben wir auf jeden Fall ein Drachenei gefunden. Das war mal sehr, sehr erfolgreich. Ah, die sieht man aber auch schlecht. Die taumeln dann auch immer so, ne? Sobald die einen Schlag abgekriegt haben. Das sind alles normale Wölfe. Leider keiner mit Sternen. Egal, wir haben auf jeden Fall das Drachenei gefunden. Da bin ich mega happy drüber. Schon mal Nummer 1. Ich habe da echt Sachen gelesen, von wegen, dass da Leute so viel Pech hatten. Und da teilweise wochenlang nach gesucht haben. Hatte mir schon ein bisschen Angst gemacht. Und ja, dann... Wildschwein? Nö. Ja, dann würde ich mal behaupten, dass die Folge sehr erfolgreich war. Und dann müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt bei knapp 15 Minuten. Nicht ganz, 14 Minuten. Das heißt, wir packen jetzt mal kurz das Zeug alles in die Truhen. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns schon mal die ganzen Zutaten für ein Portal mit. Machen uns gleich wieder auf den Weg. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier einen Doppelsprung machen kann. Ihr wisst ja, manchmal klappt's. Kann ich hier eigentlich drauf laufen? Na, zumindest geht das.
da nehmen wir uns schon mal das Edelholz, die Augen, Surtlingkerne mit. Da müssen wir auch mal wieder ein bisschen welche holen gehen. Da hatten wir ja auch den Tipp, dass wir das mit diesen flammenden, brennenden Feuerviechern im Sumpf uns da irgendwie einen Surtlingkern-Farmer bauen können. Vielleicht machen wir es so, oder wir gehen noch mal ein bisschen Höhlen absuchen, Dungeons absuchen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, Gebirge. Wir haben ein Drachenei, ich fasse es nicht. Das, den Wolfszahn, obwohl den Zahn hatten wir, glaube ich, mit bei Knochen drin. Genau. Das Harz können wir hier gleich mal wieder verteilen. Hier mal rein. Stein, Holz und Fleisch haben wir noch. Wir haben Holz. Und Pilz haben wir noch. Wir haben Pilz und wir haben noch ein bisschen Fleisch. So, dann sieht es auch schon soweit wieder ganz gut aus. Lasst uns mal 20 Edelholz mitnehmen. Zack, dann brauchten wir 10 Augen. Zack, und 2 Surtlingkerne. Wir haben immer noch 8 Stück. Obwohl das eigentlich doof war, wir brauchen genau das Doppelte. Wir müssen ja hier noch eins bauen. Ich vergesse es immer und immer wieder, es tut mir leid. So, und nochmal 20 Edelholz. World save in 30 seconds. Da kommt da wieder der berühmte Leck. Warum haben wir eigentlich zweimal Bauhammer einstecken? Wie ist denn das passiert? So, Portal. Ich würde sagen, wir nennen das einfach mal ganz schlicht und einfach Gebirge. Jetzt haben wir hier das Stein liegen, das nervt mich. Egal, wir bauen das jetzt drauf. Wir nennen es, Caps Lock, guten Tag, Gebirge. Kann sich natürlich noch nicht verbinden, aber wir haben jetzt noch genug für ein zweites, richtig? Richtig? Perfekt. Dann lasst uns jetzt nochmal schnell wieder Richtung Gebirge laufen. Dann können wir die nächste Folge gleich im Gebirge starten, haben auch ein Portal dort. Wir kriegen dann hoffentlich noch die Trophäe und das Silber müssen wir natürlich auch noch abbauen. Also ich muss sagen, es läuft zurzeit echt mega geil. Das Spiel macht auch immer noch Spaß wie am ersten Tag. Ganz ehrlich, ich hatte bisher noch nicht einen einzigen Tag, wo ich mir dachte, wieder Valheim. Ne? Passiert ja manchmal. Ist halt auch bei den besten Spielen so. Irgendwann hat man mal die Schnauze voll oder es gibt halt mal Tage, wo man einfach keinen Bock drauf hat. Aber ich muss ehrlich sagen, Valheim, ich weiß gar nicht, ob ich ein anderes Spiel kenne, was mich so extrem lange bei Laune gehalten hat. Muss ja auch mal sehen, diese ganzen Steinplatten und alles, was ich da gemacht habe. Das waren ja unendlich viele Stunden. Ich weiß gar nicht, bei Steam sehe ich es, glaube ich. Also ich kann es nächste Folge mal sagen, bei wie viel Spielstunden wir stehen. Was ist denn jetzt hier los? Und ja, trotzdem hat jede einzelne Minute Spaß gemacht. Klar, auch mit den Steinplatten und so. Irgendwann hatte man mal ein bisschen die Schnauze voll von, aber das war noch ganz, ganz weit weg von wegen, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe. So. Ich dachte schon, Wolf. Also wirklich, Riesenkompliment. Ich hoffe doch, also ich hatte auch einen Kommentar, dass zwei große Updates oder Erweiterungen oder irgendwie was in die Richtung kommen werden. Ich hoffe natürlich sehr, dass das passiert. Ich meine, wir haben noch eine ganze Menge Zeit. Oh, wir haben jetzt gerade mal das Gebirge angefangen. Dann kommen halt auch noch die Ebenen. Ich kann mir halt vorstellen, wenn das dann vorbei ist, man nicht mehr wirklich großen Ziel vor Augen hat, dass es dann wahrscheinlich schnell langweilig werden könnte. Ich sag mal, die ganze Bauerei und so weiter, das macht natürlich Spaß ohne Ende. Aber wenn ich jetzt wüsste, wir haben gar nichts mehr zu erreichen, zu schaffen, wie lange denn die Laune beigehalten wird durch, wir bauen da mal noch ein Gebäude, da mal noch ein Gebäude, schwierig. So hoffe ich sehr, dass irgendwie so ein Update noch kommt. Was vielleicht nochmal ein, naja gut, eine Endboss dazu wird es wahrscheinlich nicht geben, weil die Opfersteine sind ja schon, ich sag mal, abgezählt. Dann müsste ja auch jede generierte Karte, die es schon gibt, nochmal geändert werden. Aber vielleicht irgendwie noch irgendwas, was das noch erweitert, dass wir hier noch echt lange Spaß dran haben. So, jetzt lasst mal überlegen. Wir sind nämlich schon wieder am Folgenende. Wir bauen uns jetzt einfach mal hier das Portal hin.
Weiß nicht, ob wir das irgendwo in Schutz bauen sollten. Vielleicht hier dran. Kommt vielleicht so ein Wolf nicht so leicht hoch. Fallen wir dann direkt runter, wenn wir hier rauskommen? Ah, nein, wir brauchen noch 10 Holz. Verdammt. Wir haben auch keine Axt dabei, sonst hätte ich gleich hier drüben mal was abgebaut. Na gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Dann werden wir nächste Folge nochmal ein bisschen das Gebirge erkunden. Und dann, wenn wir wieder zu Hause waren und ein bisschen Holz geholt haben. Oder vielleicht sammeln wir noch ein paar Sträucher ein. Wir bauen uns auf jeden Fall nächste Folge dann das Portal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.